Hallo Freunde des Makabren, mein Name ist Paula und ich bin Mika und wir sind todsicher. Und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo. Hallo. Heute bin mal wieder ich dran. Und heute haben wir einen Serienmörder, wie wir ihn davor noch nie gehabt haben. Das könnte interessant werden, weil wir hatten schon sehr viele sehr weirde. Ja, aber das hatten wir nicht. Okay. Und wen haben wir denn heute? Einen Trommelwirbel. Kinder-Serienmörder. Oh nein. Also, meinst du ein... Ein Kind, das gemordet so. Hat. Ach, oh, okay. Okay. Also, ich meine auch schlimm, ne? Aber halt, oh nein, hat er andere Kinder umgebracht? Ja. Oh Mann, ey. Okay, ich würde mal sagen, Triggerwarnung für alle ab jetzt. Ja, gut, er wird ja wohl kaum als Kind irgendwie Erwachsene umgebracht haben können. Also, interessanterweise... Wer weiß, vielleicht war er ein kleiner Ninja-Kämpfer. Er war klein, aber das war es auch schon. Das sagt gar nichts. Ich bin auch klein. Deswegen würde Paula auch nur Kinder umbringen können. Das führen wir jetzt nicht weiter, okay. Oder sehr kleine Erwachsene. Auch nicht besser. Dann wiederum. Fang mit deiner Folge an. Fang mit deiner Folge an. Das artet wieder aus hier. Ich bin mit Paula schon seit ein paar Jahren befreundet. Wenn Paula dich schlägt, dann fühlt es sich an, als würde eine Fliege gegen deinen Arm stupsen. Eine altersflache... Eine altersflache Spiegel. Eine altersschwache Fliege. Das wäre mein Superheldenname. Ich bin die altersschwache Fliege und ich werde nichts tun. Ich bin die altersschwache... altersflache Spiegel. Okay, ich bin raus. Okay, es ist tatsächlich gar nicht so viel bekannt zu unserem heutigen Serienmörder. Ich habe mal alles zusammengekratzt, was ich finden konnte. Mhm. Aber ich fand es persönlich sehr, sehr interessant, weil ich dachte mir, wir hatten schon so viele Sachen. Wir hatten Frauen, wir hatten Männer, wir hatten Leute, die ihre Familie umgebracht haben. Wir haben Leute, die wahllos umgebracht haben. Dachte ich mir, was hatten wir noch nicht? Und dann kam mir Kinder. Von wegen klein und süß und unschuldig. Unser heutiger Serienmörder heißt Cayetano Santos Godino. Und er ist auch bekannt als El Petiso Orejudo. Klingt Was heißt auf, das übersetzt? Der großohrige Zwerg. Oh. Dumbo? Ja. Dumbo, is that you? Er hat sehr, sehr große Ohren gehabt, ja. Man hat später irgendwie auch gedacht, vielleicht ist er deswegen so durchgedreht, weil er wegen seiner großen Ohren Komplexe hatte. Die waren schon echt verdammt groß. Okay. Die Bilder seht ihr wie immer. Auf unserem Instagram. Natürlich. Lasst Kommentare da. Und Likes. Und schreibt uns, was euer größtes Körperteil ist. Nein, tut das nicht. Bei mir ist es meine Stirn. Mika besteht zu 60% aus Stirn. Riesenstör. Megamind. Fang jetzt endlich mit der Folge an, verdammt. Ja, okay, Entschuldigung. Also, Cayetano Santos Godino, der großohrige Zwerg, war ein argentinischer Serienmörder, der Buenos Aires terrorisiert hat. Cayetano ist geboren worden am 31. Oktober 1896 und ist gestorben am 15. November 1944. Und er war so das, ich nenne jetzt halt mal das beste Beispiel, warum ihr alle verhüten solltet. Nicht, weil ihr keine Kinder haben solltet, sondern wegen Geschlechtskrankheiten. Weil Cayetano ist schon sehr unglücklich auf die Welt gekommen. Er ist als letztes von 10 Kindern an Halloween 1896 auf die Welt gekommen. Eigentlich Halloween, cooles Datum. Und Skorpion. Das muss nichts Positives heißen. Props an meine Fellow Skorpione da draußen. Ihr habt alle in der Waffel. Hey. Ich mag dich. Skorpione sind cool. Außer er ist komisch gewesen. Hm. Er war auf jeden Fall das letzte von 10 Kindern. Seine Eltern waren Einwanderer. Fiore Godino und Lucia Ruffo. Und beide waren Alkoholiker. Und schwer gewalttätig. Oh.
Aber klingt gut. Ja, klingt super, ne? Aber nicht nur das. Sein Vater war auch noch anscheinend ein bekannter Gitarrenspieler. Und als Alkoholiker und Gitarrenspieler war er anscheinend ein bisschen mehr unterwegs bei den Ladies. Mm. Ja, und es dauerte nicht lange und er hat Syphilis bekommen. Oh nein. Irgendwann hole ich mal meinen Mann dazu, weil der promoviert nämlich über die Syphilis und die Franzosenkrankheit. Leider konnte er sich auch nicht heilen, weil Penicillin, womit man Syphilis super gut behandeln kann, wurde erst 1929 entdeckt. Scheiße. Aber das ist überhaupt kein Problem. Auch wenn der Penis von Cayetanos Papa bereits anfing zu schimmeln, hat er ihn trotzdem in seine Mama reingesteckt und Cayetano kam... Was? Sie mit Syphilis angesteckt. Ja, aber nicht nur sie, nein. Cayetano hat kongenitale Syphilis gehabt. Yay, das heißt, das Baby kam mit Syphilis auf die Welt. Aber gut, Frage, wann wurden Kondome erfunden? Also das Grundprinzip von Kondomen gab es ja bereits schon sehr, sehr lange. Früher hat man Därme von Tieren genommen. Mhm. Wann wurden Kondome erfunden? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich glaube, das war halt auch erst viel später. Ne? Also deshalb sind ja damals auch noch so viele Leute an Syphilis gestorben, weil sich halt keiner so richtig schützen konnte. Ich meine, ich will die nicht verteidigen, um Gottes Willen halt, ne? Aber es war halt schon ziemlich kacke damals. Also denkt dran, immer schön schützen. So, safer Sex. Safe Sex ist wichtig. Es sei denn, ihr wollt Kinder zeugen. Dann kein Safe Sex. Dann lasst euch davor testen und dann los geht's. Mhm. Aber die ersten Kondome, weil ich gerade nachgeschaut habe, waren aus Tierdarm mit Seidenbändern. Und 1855 wurde das erste Gummikondom hergestellt von, Trommelwirbel, Charles Goodyear, jawohl, der von den Goodyear-Reifen. Was kam zuerst, das Kondom oder die Reifen? Die Reifen. Ah, okay. Genau, 1855 wurde das erste Gummikondom hergestellt, 1870 wurde ein 2 mm dickes Kondom hergestellt, das auch noch vernäht worden ist und dann serienmäßig hergestellt wurde. Also Kondome vernähen, ihr merkt, gibt bessere Verhütungsmethoden. Mhm. Aber ja, ich nehme mal an, da die Familie arm war, weil es waren Einwanderer, was ich rausgefunden habe. Also sie haben zwar in Buenos Aires gewohnt, aber es waren kalabrianische Einwanderer. Okay. Ich nehme das einfach. Kalabrianische. Ja, Kalabrien ist ein... Kalabrien, ein, ja. Es waren auf jeden Fall Einwanderer. Sie hatten 10 Kinder, der Alkoholiker, ich nehme es halt mal an, die hatten nicht so viel Geld. Naja, also, wahrscheinlich nicht. Kein Cash für Kondome. Deswegen kam der kleine Cayetano bereits mit kongenitaler Syphilis auf die Welt. Und das führte dazu, dass er bereits im Kindesalter eine verbesserungswürdige Gesundheit hatte. Ne? Also er ist als Kind ein paar Mal gestorben. Er hat sehr, sehr häufig Enteritis gehabt. Er ist als Kind ein paar Mal gestorben? Ein paar Mal häufig fast gestorben. Also er hat eine richtig, richtig schlimme sein Gesundheitszustand war, puh. Schlecht. Ausbaufähig. Und hat als Kind mehrfach Enteritis gehabt, also Entzündung der inneren Organe. Und Was? Enteritis. Ja, was ist Organe? Organe. Ach. Seine Ergabe war, ja. Nee, ja, du hast es klang komisch. Es ist eine Entzündung der inneren Organe, in dem Fall des Darmes, beziehungsweise spezifiziert des Dünndarmes. I know that feel, bro. Ja, aber bei ihm lag es daran, dass er, also es wird Syphilis vermutet, hatte. Das hat andere, also die Syphilis hat andere Sachen bei ihm hervorgerufen. Aber die Enteritis ist bei ihm dadurch entstanden, zumindest geht man davon aus, dass er schmutziges Essen oder Wasser gegessen oder getrunken hat. Das kann entweder daran liegen, dass du halt entweder Kontakt mit einer Person hattest, die krank war, oder dass du halt eine schlechte Hygiene hattest, oder dass dein Essen kontaminiert war oder sonst irgendwas. Mhm. Ihr könnt euch aussuchen, was bei ihm der Grund war. Okay. Damit hört es ja nicht auf. Nein, wir haben ja schon gesagt, dass seine Eltern gewalttätig waren. Und vor allem sein Papa war sehr gewalttätig, vor allem der Familie auch gegenüber. Hat anscheinend gerne mal die Familie verprügelt. Viel, viel später, als er dann im Gefängnis untersucht worden ist, haben sie allein an seinem Kopf 27 Narben entdeckt, die entweder seinem Vater oder von seinen älteren Brüdern verursacht wurden. Oh Gott, das ist aber auch eine Scheißart aufzuwachsen, ne? Ja, aber kein Problem, er war auch noch mega hässlich. Er war nämlich sehr, sehr klein. Hey!
ist sehr klein, sie haben ihn Zwerg genannt. Er war wirklich klein, hat einen winzig kleinen Kopf gehabt, sehr lange Arme und Riesenohren. Naja, vielleicht kam das auch durch die Syphilis. Ja. Durch die Übertragung, also dass er halt quasi irgendwie tatsächlich ein bisschen deformiert auf die Welt gekommen ist oder so. Ja, das oder kann halt schon sein. Nicht vollständig entwickelt oder so. Weiß ich nicht. Ich meine, ich will das natürlich nicht jetzt, keine Ahnung, abmildern, dass er später Menschen umgebracht hat, ne? Aber ich meine, das klingt jetzt erstmal so, ohne zu wissen, was danach kam, klingt das wie eine ziemlich beschissene Kindheit. Nein. Ja. Ja, ist es. Er hat eigentlich alles so in die Wiege gelegt bekommen, was man eigentlich von einem späteren Serienmörder erwartet. Ja. Er ist mit 5 Jahren, ist er das erste Mal in die Schule gekommen. Immerhin. Damals hat man anscheinend schon mit 5 Jahren irgendwie die Leute eingeschult, warum auch immer. Er musste aber im Laufe seiner schulischen Laufbahn, gut, Mika, deutsche K, 6 verschiedene Schulen aufsuchen, weil ihn jede Schule rausgeschmissen hat. Nämlich einmal hatte er keinen Bock zu lernen und zweitens war er ein bisschen komisch. Inwiefern? Er war anscheinend sehr rebellisch unterwegs, sehr gewalttätig auch gegenüber seinen Mitschülern. Ja gut, er kannte es ja auch irgendwo nicht anders, ne? Kannte er auch nicht anders, aber er ist gleichzeitig gemobbt worden, weil er ja strunzdoof war, weil er auf keiner Schule lang genug geblieben ist. Wobei strunzdoof ist gemeint, er war halt sehr ungebildet, weil er auf keiner Schule lang genug bleiben konnte, um was zu lernen. Mhm. Dann ist er halt aufgrund seiner fehlenden schulischen Bildung und seines Aussehens ist er halt gemobbt worden. Dadurch ist er halt noch aggressiver geworden. Dann hat er wieder die nächste Schule rausgeschmissen. Ein Teufelskreis. Mhm, ja. Aufgrund eben dieser Faktoren, nämlich ungebildet, dann sah er komisch aus, dann ist er häufig gerne gesehen worden als Dorfidiot. Oh. Und die Erwachsenen haben ihn meistens ignoriert, während er versucht hat, irgendwie sich von kleinen Kindern damals schon Vertrauen zu erkaufen. Okay. Ja. Und zwar, das ging ganz früh bei ihm los. Wir haben gesagt, er ist 1896 geboren. Mhm. Und seine erste Missetat begann er am 28. September 1904. Also war er 8? Nee, er war 7. Nein, er war kurz vor seinem 8. Geburtstag. Also er war 7, genau. Und zwar hat er den kleinen Miguel de Paoli, der war damals 2, hat er mit dem Versprechen, ey, du kriegst Süßigkeiten von mir, hat er den weggelockt. Von dem kleinen ich spüre, Achtung, Triggerwarnung. Triggerwarnung. Also den hat er noch nicht umgebracht, kann ich schon mal sagen. Aber er hat ihn Süßigkeiten versprochen und hat ihn dann auf so ein Feld geführt. Mhm. Und hat den kleinen Jungen dann in so eine Grube geschmissen, die voll war mit so dornigen Ästen, konnte aber nichts weitermachen, weil ein Polizist, der gerade in der Nähe war, es gehört hat. Und der ist dann hingegangen und hat den kleinen Jungen gerettet. Ach. Hat beide zur Polizeistation mitgenommen. Und die einzige Bestrafung, die Cayetano zu dem Zeitpunkt bekommen hat, war, dass ihn seine Mutter abholen musste. Ging es dem ganz kleinen Jungen gut? Dem ganz kleinen Jungen, also ich gab nichts dazu, aber der kleine Junge hat überlebt und 2 Jahre alt. Okay, es ist sehr schnell von oh, der arme Cayetano zu, wow, du kleines Arschlochkind. Ja, aber es hört ja nicht auf. Es geht ja schön fröhlich munter weiter. Ja, das, aber halt mit 7 Jahren. Ja, er war, also er ist dafür bekannt gewesen. Der war als Kind schon sehr, sehr aggressiv. Der hat immer wieder Katzen und Vögel getötet. Hat anscheinend irgendwie auch eine arsonistische Ader gehabt. Der hat also gerne gezündelt. Er hat bestimmt auch gerne ins Bett gemacht. Die Triade ist voll. Ich nehme mal an, dass er gerne ins Bett gemacht hat. Dazu habe ich jetzt nichts gefunden. Ja, das ist ja die Triade der Serien, der Früherkennung von Serienmördern. Ins Bett machen, bis zu einem relativ hohen Alter Feuer legen und Gewalt gegenüber Tieren. Ja. Wenn du das alles abhaken kannst, dann solltest du dir mal vielleicht einen Therapeuten suchen. Also bei ihm kann man sehr viel abhaken. Bei ihm kann man eigentlich alles abhaken. Aber dazu kommen wir noch. Ein Jahr später hat er ein 18 Monate altes Kind, Anna Neri, wieder in ein abgelegenes Gebiet geführt. Wahrscheinlich auch wieder Süßigkeiten versprochen oder sonst irgendwas. Weil ich mich denke, 18 Monate altes Kind, das ist 1,5 Jahre. Na gut. Hat er dann auch dahin geführt und hat dann angefangen mit einem Stein auf den Kopf von dem Kind einzuschlagen. Nein. Aber nein, auch dieses Kind hat geschrien. Und wieder kam ein Polizist, der das Ganze unterbrochen hat
Und sie wollten eigentlich den Caetano ins Gefängnis werfen, aber er war halt einfach noch zu jung. Also er war 9 zu dem Zeitpunkt, die konnte sehr schlecht in den Knast schmeißen. Das ist halt das Problem. Also was heißt das Problem? Bei so jungen Kindern kannst du halt nicht sagen, ja, das war geplant oder sonst irgendwas, weil die halt auch irgendwo logisch gesehen, ich meine, es gibt in Amerika Kinder, also traurig, dass es in Amerika das gibt, aber ja, weil da kriegst du halt überall Waffen, aber da gibt es halt Kinder, die aus Versehen Geschwister oder Freunde oder sonst irgendwann irgendwen erschossen haben, weil sie halt einfach nicht mit dieser Waffe halt, ne, die lag halt irgendwann so, ha, 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 bumm, tot, shit. Ja. Und das, ja klar, ich meine, ich glaube, bei Kindern gehen sie halt einfach davon aus, dass es halt nicht geplant ist, sondern dass es halt ein Unfall war. Ja. Und das spielt ihm, also Caetano ja in die Hände und er sagt dann ja halt dazu, ja, klar, war ein Unfall. Und ich meine, das eineinhalbjährige Kind, wenn das überhaupt schon reden kann, kann sich halt auch nicht verteidigen. Nee, er kann auch nicht sagen, nein, er hat mich aber da mit Absicht reingeschmissen oder sonst, oder halt mit Absicht mir auf den Kopf gehauen oder so. Also es ist auch tatsächlich abgetan worden als Querelei oder als Meinungsverschiedenheit oder als Streitigkeit zwischen Kindern, wo ich mir denke, ganz ehrlich, der eine ist 1,5 und der andere ist 9. Also jede Erklärung ist eine gute, nehme ich mal an. Ja, ich meine, also einerseits kann ich irgendwo vielleicht die Polizei verstehen, dass sie halt sagen so, ja, das kann ja nicht sein. Also vor allem halt 1800 Feuerzeug. Andererseits, da gibt's halt auch kein Gesetz irgendwie für, ne? Glaube ich. Also ich meine, ich kenne mich halt in Argentinien nicht aus. Ja. Ne? Aber ich glaube, also bei uns ist es ja, ich glaube, du bist strafmündig ab, lass mich lügen, 12 oder 14? Ja. Ja. Und alles drunter ist halt, wirst halt gerügt oder so, ne? Ja. Oder wird halt als Unfall irgendwie abgetan. Ich meine, ich glaube, es kommt natürlich auf die Umstände drauf an, klar. Aber ja, ich glaube, das ist halt eine sehr, 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 sehr schwierige Grauzone auch für die Polizei, weil sie halt, glaube ich, auch einfach nicht wissen, what the fuck, was sollen wir jetzt tun? Da gibt es eine ganz interessante Doku dazu, falls ihr euch die mal angucken möchtet. Und zwar heißt die, glaube ich, Children of Evil. Heißt die so? Ja, ich glaube, Children of Evil. Den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Evil Children. Gibt auf jeden Fall eine sehr interessante Deku. Ja, genau, der Deku-Baum. Ich mag Zelda. Ich suche es für euch raus. Da gibt es eine ganz interessante Doku dazu, wo eben auch die Psyche von Kindern, die absichtlich töten, untersucht wird. Aber wir kommen schon wieder vom Thema ab. Ja. Auf jeden Fall. Ein Jahr später, am 22. März 1906, ist ein kleines Mädchen verschwunden. Maria Rosa Face. Zu dem Zeitpunkt ungefähr 3 Jahre alt. Dies war sein erstes Opfer. Er war zu dem Zeitpunkt 9 Jahre alt. Und zwar ist Maria verschwunden. Caetano selber hat diesen Mord gestanden, als er später verhaftet worden ist. Okay. Er hat erzählt, dass er auch von die Kleine weggeführt hat in so ein verlassenes Gebiet in der Rio de Janeiro Straße. Hat er sie weggelockt mit Süßigkeiten, so ein abgelegenes Gebiet dort geführt und dann hat er versucht, sie dort zu erwürgen. Oh nein, warte ganz kurz. Wie alt war er? 9. Wie alt war sie? 3. Triggerwarnung. Triggerwarnung. Er hat versucht, sie zu erwürgen, hat es aber laut eigener Aussage nicht geschafft. Und als er das nicht geschafft hat, hat er sie in eine Grube gestoßen und sie dort lebendig begraben mit Abfall, Dreck, Schmutz, Erde. Oh mein Gott. Den Körper von dem Mädchen hat man niemals gefunden. Nein, nein. Och Gotti. Oh nein, das tut mir so leid. Das arme Mädchen, die arme Familie. Wie kann man nur so, wie kann man in 9 Jahren schon wissen, was erwürgen ist? Und wie das geht? Und ja, aus dem einfachen Grund, pass mal auf, ne? Ein paar Tage später, nachdem er das Mädchen umgebracht hat, nämlich am 5. April, hat sein Vater neben seinem Bett einen Schuhkarton gefunden, in dem lagen die Familienwellensittiche. Oh. Tot und mit ausgequetschten Augen. Geht's dir gut? Paula mag keine Augensachen. Nee, Augensachen sind super eklig.
Und er wusste natürlich, wer das gemacht hat, klar, weil es ja bekannt war, dass sein Sohn, der Cayetano, bereits so aggressive Tendenzen hatte. Und er ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, Leute, bitte macht halt irgendwas, schmeißt ihn ins Gefängnis oder bestraft ihn oder sonst irgendwas. Und die Polizei sagt, wir können nichts machen, er ist zu klein. Aber kein Problem, sie haben ihn dann teilweise für eine Zeit lang doch ins Gefängnis geschmissen. Nämlich für 2 Monate. Weißt du warum? Nein. Wegen Masturbation. Der kleine Cayetano hat sich mehrfach am Tag so intensiv einen geschrubbt. Mit 9? Ja. Dass seine Eltern nicht mehr wussten, was sie tun sollten und haben das der Polizei gemeldet. Und Masturbation war zu dem Zeitpunkt noch illegal. Was? Und deswegen hat ihn die Polizei für 2 Monate ins Gefängnis geschmissen. Ach so, wenn er Kinder, andere Kinder verletzt und auch umbringt, dann passiert nichts. Aber wenn er an seinem Dingelchen rumspielt, dann, das ist schlimmer. Intensiv an seinem Dingelchen spielt, mehrmals am Tag. Ich meine, ich würde ja jetzt sagen, ja und, aber er war 9. Das ist nicht normal, glaube ich. Nein, ist es auch nicht. Also ich meine, dass du anfängst irgendwie da, keine Ahnung, zu entdecken, so, oh, was ist das? You know, aber halt. Intensiv, bewusst, ja. Und mit Ziel und Grund dahinter, ja. Ja, nee, das ist nicht normal. Das ist ein sehr seltsames Verhalten für einen 9-Jährigen. Okay, ja, ich meine, er war allgemein sehr seltsam. Er war sehr seltsam, ja. Ja. Kurz darauf, 2 Jahre, das ist ja ein riesiger Zeitraum, ne? Nämlich am 9. September 1908 hat er ein weiteres Opfer gefunden, nämlich Severino Gonzalez, 2 Jahre alt. Er hat ihn weggelockt mit wieder dem Versprechen, ey, du kriegst Süßigkeiten von mir. Und zwar sind sie in einen Laden gegangen, direkt auf der anderen Seite der Straße, wo der kleine Junge gespielt hat. Und dort hat er versucht, den Jungen in einer Pferdetränke zu ertrinken. Was? Ja, er hat ihn versucht, in der Pferdetränke zu ertrinken. Also den kleinen Jungen hat er genommen und wollte ihn ertrinken in der Pferdetränke. Ist aber unterbrochen worden von Zacanas Caviglia, der Eigentümer von dem Laden, Lager. Cayetano ist auf jeden Fall bei seinem fiesen, miesen Vorgehen unterbrochen worden von Zacanas Caviglia, der Eigentümer von diesem, ja, von dieser Lagerhalle, von diesem Laden, Lagerhalle. Mhm. Der hat nämlich das Geschrei gehört und ist dahin geeilt, wo er die Geräusche gehört hat und hat die beiden Jungen dort entdeckt. Beide nass, einer in der Pferdetränke. Aber Cayetano hat sich da rausgewieselt. Er hat nämlich erzählt, ja, also die sind einer mysteriösen Frau in Schwarz gefolgt. Und auf einmal hat sie angefangen, den kleinen Severino zu ertränken in der Pferdetränke. Und das hat man ihm geglaubt. What the fuck? Ja, und er hat diesen Glauben voll ausgenutzt. Er hat nämlich sogar die Polizei zu einem Ort geführt, wo er gesagt hat, ja, da habe ich die böse Frau das erste Mal gesehen. Alles war still und ruhig. Nein, was nicht, weil 6 Tage später gab es einen riesen Tohuwabohu. Er hat nämlich von dem 22 Monate alten Julio Botle, den hat er die Augenlider mit einer Zigarette verbrannt. Du fucking Triggerwarnung, Mika. Oh mein Gott. Oh mein Gott. A, woher hat er Zigaretten? Er war, was, 11 oder so? Ja. B, holy fucking... 12. Shit. Oh Gott, why? 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 Aber die Mutter hat Schlimmeres verhindert. Die Mutter von dem kleinen Jungen hat das Geschrei nämlich gehört, aber bevor sie Cayetano erwischen konnte, war er weg. Ich hasse alles an diesem kleinen, bescheuerten Kackjungen mit den großen Ohren. Oh, das wird noch viel schlimmer. Oh Gott, we... Irgendwann hatten seine Eltern keinen Bock mehr auf ihn. Haben ihn mal wieder zur Polizei geschliffen. Und dieses Mal haben sie ihn aber in so eine Strafkolonie geschickt. Mhm. Für 3 Jahre. Ich meine, das Kind hat ja eh schon kein leichtes Leben gehabt. Wir nehmen einfach mal an, dass er zu Hause auch missbraucht worden ist. Weil mit 9 Jahren exzessives Masturbieren machst du normalerweise nur, wenn du Opfer von sexualisierter Gewalt bist. Was ihm in diesen 3 Jahren widerfahren ist... Also sagen wir es mal so, diese Strafkolonie war jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie super nett war und freundlich war. Ja, das kann ich mir schon denken, dass es da nicht gerade glimpflich für ihn abgelaufen ist und dass es wahrscheinlich noch seine komplette Situation oder halt ihn als Person noch viel schlimmer gemacht hat, als er vorher sowieso schon war. Ja, das war nicht cool. Auf jeden Fall 3 Jahre lang war er dort in dieser Strafkolonie
und kam aber am 23. Dezember 1911, kurz vor Weihnachten, kam er raus. Das war bestimmt ein fröhliches Weihnachtsfest im Hause Godino. Ho, ho, no. Ho, ho, no. Man nimmt an, dass er zu diesem Zeitpunkt noch mehr abgestumpft war als davor. Ja, klar. Auch schon durch die, allein schon durch die Grausamkeiten, die ihm wahrscheinlich in dieser Strafkolonie widerfahren sind. Und kurz darauf ist er halt wieder zu seinen Missetaten zurückgekehrt, hat aber auch noch eines seiner alten, ich sag jetzt mal Laster oder eines seiner, ja, Zeitvertreibe, einen seiner alten Zeitvertreibe wiederentdeckt, nämlich... Er hat weiterhin wie wild masturbiert. Nein, Sachen anzünden. Ah. Das war, also bevor er wieder aber abrutschte, muss man sagen, sein Vater hat versucht, ihn irgendwie auf den rechten Weg zu rücken, hat ihm eine Stelle organisiert, die er aber nicht halten konnte. Warte mal, wie alt war er da? 15. Ja, gut, wir sind Anfang 20. Jahrhundert. Ja, mit 15 ja, gut, arbeiten wir da wahrscheinlich normal. Ja, an. Heutzutage fängst du auch schon teilweise mit 15 der Ausbildung an. Ja, gut, stimmt, hast recht. Daran denke ich gar nicht. Auf jeden Fall hat sein Vater zwar versucht, ihm einen Job zu besorgen und so weiter und so fort. Der hat den Job aber nicht halten können, hat er mit dem Trinken angefangen, ist zurück auf die Straße gegangen. Durch den Alkoholkonsum sind es, also man geht davon aus, dass es irgendwann, was in seinem Kopf war, sowieso schon kaputt war, noch stärker kaputt gemacht hat. Also er sagt später selber, er hat durch den Alkohol extrem starke Kopfschmerzen bekommen und hätte Stimmen gehört, die ihm gesagt hätten, töte! Okay, shit. Ich meine, gut, also... Alkohol, A, dehydriert ja. Ja. Deshalb hat man morgens nach dem Saufen abends immer so einen Brand. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst, dass man sich die Gehirnzellen wegsäuft. Ich meine, ja, wenn du halt wirklich konstant säufst und halt einen Pegel hast und sowas, dann wird es halt irgendwann nicht nur für Leber und so weiter schlecht, sondern halt auch für den Kopf. Ja. Weil dann bist du halt irgendwie wie im Delirium, kann ich mir. Also, ich weiß es nicht, ich trinke eigentlich nichts oder selten. Aber ich glaube, wenn du das halt langfristig machst, dann verändert es sich halt auch schon. Und es lässt halt natürlich auch die Hemmschwelle fallen, noch mehr als bei ihm sowieso schon der Fall. Ja, ja, ja. Und tatsächlich, also ging es dann nochmal rapider mit dem Bergab. Weil er hat sich davor schon daneben benommen. Aber als er dann anfing, wie gesagt, mit 15, als er das Trinken anfing und wieder auf die Straße zurückkehrte, hat er wieder angefangen mit Zündeln. Nur diesmal halt im großen Stile. Er hat nämlich gerne Sachen angezündet. Auf sein Konto gehen 2 Häuser, eine Fabrikhalle, eine Lagerhalle, die mit Autos anscheinend gefüllt war. Oder halt dem Äquivalent zu Autos der damaligen Zeit. Gab es damals schon Autos? Gab es bestimmt schon Autos. Ja, doch, ich glaube schon. Aber halt teure Autos, ne? Eine Halle oder ein Platz gefüllt mit Autos und ein Lagerplatz gefüllt mit verschiedenen Baumaterialien. Hat er alles angezündet. Waren da Menschen drin? Nein, nur Sachen angezündet. Aber er fand es anscheinend richtig geil, Sachen anzuzünden, weil später, als er verhaftet worden ist für die Morde oder halt für einen spezifischen Mord, dazu komme ich noch, hat er gesagt, Zitat, ich schaue den Feuerwehrleuten gerne beim Arbeiten zu. Es ist so schön zu sehen, wie sie in die Flammen fallen. Zitat Ende. The shit? Was? Ja. Anscheinend sind einige Feuerwehrleute bei den Einsätzen seiner Zündeleien gestorben. What the fuck ist mit dem, also wow, da ist ganz schön was schiefgelaufen. Da geht noch sehr viel mehr schief, denn Sprung, am 21. Januar 1912 wurde der Körper des 13 Jahre alten Arturo Laurora tot in einem verlassenen Haus gefunden. Er ist misshandelt worden, war halbnackt, hatte eine Schnur um seinen Hals gewickelt und ein Handtuch in seinen Mund gestopft. Man hat den Mörder erst nicht ausfindig machen können, aber später, als dann Cayetano verhaftet worden ist, hat er sich auch zu diesem Mord bekannt und hat gesagt, naja, er hat ihn anscheinend in dieses leere Haus gelockt, hat ihm ein Taschentuch in den Mund gestopft, hat ihn festgebunden und hat dann angefangen, ihn mit einem Ast zu schlagen. Aber mit so einem, nicht ein harter Ast, sondern so ein junger, grüner Ast, der so schön peitscht, wenn man draufhaut. Sowas wie diese, weißt schon, die man zu Ostern kauft mit den kleinen weichen Puscheldingern dran. Weidenkätzchen? Ja. Genau. Die sind doch auch so ein bisschen weicher, ja, ne? Ja. Oh, die tun weh.
Ja, er hat ihn auf jeden Fall mit diesem Ast gepeitscht und als er darauf keinen Bock mehr hatte, laut eigener Aussage, hat ihn erwürgt und ist dann, hat ihn dort liegen lassen. Mei. Am 7. März desselben Jahres hat er ein kleines... Wir sind 1912. 1912, genau. Caetano okay. ist zu und dem Zeitpunkt 16. 16. Und wie alt war der Junge? 13. Am 7. März desselben Jahres hat er die kleine Reina Weinikow, zu dem Zeitpunkt 5 Jahre alt, erspäht, weil er sich seine Opfer auf der Straße ausgesucht. Und so hat das kleine Mädchen sich Schuhe in einem Schaufenster angeguckt, als auf einmal das Schreien anfing. Jemand hat sie angezündet. Du musst eine Triggerwarnung aussprechen, Mann. Ich krieg jedes Mal einen halben Herzinfarkt. The fuck, er hat sie einfach angezündet? Er hat ihr kleines Kleid angezündet. Oh mein Gott. Ihr Opa hat ihre Schreie gehört, ist über die Straße gesprintet und wollte sie retten. Leider ist er von einem Auto überfahren worden. Wow. Ein Polizist, der in der Nähe war, hat sich auf das kleine Mädchen geschmissen und hat versucht, das Feuer irgendwie zu löschen. Es hat allerdings nichts gebracht, weil 16 Tage später ist sie im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Nein. Oh Mann. Und ihr Opa war auch tot. Manche Opa war auch tot. Oh mein Gott, was ist das für ein krankes kleines Arschloch? Also nicht das Mädchen natürlich. Ich meine, wie kann man nur so kalt grundsätzlich, sein? Ja auch, aber so, böse. So grundsätzlich böse, ja. Das ist wirklich, also, ja, schlimme Kindheit und sowas, aber wow. Das ist schon so next level fucking evilness und. Es ist auch absurd. Also er hat einfach gemordet um des Mordens willen, weil er hat dann lange Zeit nichts gemacht, nachdem er die kleine Reina umgebracht hat. Dann gab es einen kleinen Zwischenfall. Am 24. September ist er in einen Stall im Dorf, hat er sich reingeschlichen und hat dort eine Stute umgebracht mit einem Messer. Zack. Oh mein Gott. Dann am 8. November hat er sich sein nächstes Opfer rausgesucht. Der kleine Russo. 2 Jahre alt, hat auch ihm wieder Süßigkeiten versprochen. Hat ihn versucht, auch umzubringen, aber, man hat die Schreie des kleinen Jungen gehört und er hat wieder der Polizei irgendeinen Mist erzählt mit, ja, ich habe den gerade gerettet, den kleinen Jungen, weil da war wieder die böse, schwarze Frau. Und aber die jetzt war er doch älter. Ja, aber sie konnten nichts nachweisen. Shit. Ja, und er hat dann noch 2 weitere Male versucht, jemanden umzubringen. Er hat ein Mädchen, nicht namentlich genannt, hat er versucht zu entführen und sie wieder in irgendeinem verlassenen Haus umzubringen. Da das Mädchen sich aber nach Kräften gewehrt hat, hat er angefangen, sie mitten auf der Straße zu schlagen. Und ein Mann, der aber aus dem Fenster rausgesehen hat, hat ihn unterbrochen. Gut. Ist raus, wollte, um das kleine Mädchen zu retten, aber bevor er Caetano den Arsch vollhauen konnte, ist Caetano abgehauen. Immerhin hat das Mädchen überlebt. Gute Immerhin Sache. Hat das Mädchen auf jeden Fall überlebt. Ja, die Polizei hat dann angefangen, ihn so ein bisschen zu beobachten, weil, naja, er ist ja sein Leben lang einfach so ein bisschen übersehen worden, weil klar, er ist klein, er ist hässlich, er ist zurückgeblieben und er ist, ich sag jetzt mal, dumm, beziehungsweise ungebildet in dem Fall. Und sie dachten sich halt, naja, gut, der Dorftrottel wird schon nichts machen können. Oder wird schon die Schuld dran sein. Aber nach den ganzen Geschehnissen haben sie angefangen, ihn ein bisschen näher zu beobachten. Aber leider nicht nah genug. Und zwar, es war der 3. Dezember 1912. Maria Giordano, eine Nachbarin von den Godinos, hat rausgeschaut und hat ihren kleinen Sohn Gesualdo, oder hat Gerald Gesualdo, draußen spielen sehen. Der Kleine war total zufrieden, hat draußen gespielt, hat gelacht und seine Mutter... hat später erzählt, sie dachte sich, mein Gott, so ein glücklicher kleiner Junge. Ich mag's nicht. Leider hat sich auch Caetano gedacht, ein glücklicher kleiner Junge. Caetano war an dem Tag laut eigener Aussage sowieso sehr, sehr in seinem komischen Out-Zustand. Das heißt, sein Vater hat ihn angeschrien und er hat schon wieder diese mörderischen Gedanken gehabt und er ist rausgerannt und dachte sich, so viel Aggression in mir. Und dann hat er eben den kleinen Gesualdo gesehen und dachte sich, jupp. Er hat dem Kleinen wieder Süßigkeiten versprochen und hat ihn von den spielenden Kindern weggelockt. Sie haben sogar die Süßigkeiten gekauft und Caetano hat dem kleinen Jungen ein Stückchen von den Süßigkeiten gegeben mit dem Versprechen, er würde mehr bekommen, wenn sie denn ihr Ziel erreicht hätten. Ach. Sie haben dann
das Gebäude, dieses verlassene Gebäude, wo Caetano ihn hingeführt hat, erreicht. Und der kleine Junge hat auf einmal Angst bekommen, wollte zurück nach Hause und hat angefangen, sich zu wehren. Mhm. Aber klar, Caetano war viel größer, viel älter. Es war 1912, der Junge war 16. Mhm. Hat und den der kleine Junge? 3. Oh. Hat den kleinen Jungen einfach geschnappt und hat ihn reingetragen in dieses Gebäude und dachte sich gleich, jetzt hör mal auf, dich zu bewegen. Hat sich auf die Brust vor dem Kleinen gekniet, hat ein Stück Schnur genommen und hat das dem kleinen Jungen 13 Mal um den Hals gewickelt, bevor er angefangen hat zuzuziehen. Der Kleine hat sich natürlich gewehrt und alles und hat dann mit den Händen gestrampelt und mit den Beinchen gestrampelt und Caetano wollte ihn erstmal festmachen, hat dann die Schnur vom Hals des Kindes gelockert, um ihn mit der Schnur festzubinden, damit er nicht mehr sich so viel wehren kann. Hat er natürlich aber nichts mehr gehabt, womit er den Kleinen umbringen könnte. Und während der Kleine, Gesualdo, halb bewusstlos und gefesselt in diesem Gebäude drin lag, ist Caetano noch draußen gegangen, um sich umzuschauen. Und während er draußen war, ist der Vater vom Kleinen, Gesualdo, aufgeregt rufend hingekommen, hat gemeint, oh mein Gott, hast du meinen Jungen gesehen? Hast du meinen Jungen gesehen? Und er so, nein, nein, ich habe deinen Jungen nicht gesehen. Keine Ahnung, wo das sein könnte. Aber weißt du was, du solltest unbedingt zur Polizei gehen. Die werden dir bestimmt helfen. Oh, dieser kleine Bitch, er ist fucking Arschloch, Junge. Oh mein Gott, wie kann man nur so... Ja. Ich finde keine Worte ja. für dieses Wesen. Ja, es wird noch schlimmer. Also ich spreche jetzt einen Trigger... Es wird noch schlimmer? Ich spreche jetzt eine Triggerwarnung aus. Es wird wirklich, wirklich mies. Okay, Triggerwarnung. Der Vater ging dann zur Polizei und Caetano hat sich umgesehen und hat erst einen großen Stein gesehen und dann einen Nagel. Oh nein. Triggerwarnung. Nochmal. Darf ich gehen oder muss ich hier bleiben? Du musst es hinterher schneiden. Oh, crap. Er hat also Stein und Nagel genommen, ist zurück in dieses verlassene Gebäude gegangen, wo der kleine Gesualdo halb bewusstlos und gefesselt auf dem Boden lag. Und er dachte sich, ja, ne, ich habe jetzt diesen Nagel und ich habe jetzt diesen Stein. Und er hat mit dem Stein den Nagel dem kleinen Jungen durch die Stirn durchgehämmert. Oh mein Gott. Gib mir einen Moment bitte. Oh mein Gott. Dieser arme, kleine, 3-jährige Junge. Großer Gott. War er sofort tot? Dazu ist nichts bekannt. Also er war anscheinend bereits am Sterben, weil er ihn ja natürlich gewürgt hat davor, aber er war noch bei Bewusstsein, als er ihm den Nagel in den Kopf gehämmert hat. Oh Gott. Wow. Das, wow. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Sorry, dass ihr euch das anhören müsst. Sorry. Wir machen jetzt einfach weiter. Ja, mach mal weiter. Und wir machen weiter. Ich versuche, meine Gehirnwindungen wieder zusammenzufegen. Er hat darauf das Gebäude und den kleinen Jungen verlassen. Und der Vater von Gesualdo, Herr Giordano, hat kurz darauf seinen kleinen Jungen gefunden. Ihn gefunden, hat ihn nach Hause gebracht, wo er aufgebahrt wurde. Und die Polizei dachte sich, so, das langt. Hat angefangen, um das Haus vom kleinen Gesualdo Polizei aufzustellen. Und es sind sehr, sehr viele Leute zur Familie Giordano gekommen, um ihr Beileid auszusprechen. Ja, ich wäre auch, wenn ich da gelebt hätte, wäre ich dahin geflogen, um denen mein Beileid auszusprechen über ihren armen, kleinen, süßen Jungen. Ja, und ja, Caetano kam auch zu dem Haus. What the fuck, dieses kleine, wow. Wow. Er wollte sich natürlich sein Opfer anschauen und er wollte unbedingt, laut eigener Aussage später, wollte er auch nochmal den Nagel, den er in den Kopf reingehämmert hat, anfassen. Er war anscheinend sehr enttäuscht, dass dieser Nagel nicht mehr im Kopf drinnen war und hat irgendwelche komischen Kommentare abgelassen, aber bevor sie ihn sich schnappen konnten, war er schon wieder abgehauen. Okay, ich muss ganz kurz einwerfen, dass ich glaube ich noch nie in keiner einzigen Folge, jemals, bis jetzt, war ich so wütend und angeekelt von einem einzigen Individuum. Weißt du, nicht mal, ganz ehrlich, ich habe alles über, keine Ahnung, Ed Gein gelesen und Jeffrey Dahmer und nicht mal das fand ich so abartig, wie diesen kleinen, asozialen Scheißjungen, der meint,
Ich weiß gar nicht, ich kann nicht, nee. Ich kann das nicht immer. Das also ist ich, einfach nur widerlich und krank. Und ziemlich hart auch. Ja, das ist. Ich finde, es ist eine der schwierigsten Fälle, aber auch gleichzeitig eine der interessantesten Fälle, die ich bis jetzt bearbeitet habe. Ja, und es ist, glaube ich, ich glaube, ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass es der bis jetzt schlimmste Fall ist, den wir hatten. Ja, wir sind noch nicht fertig. Ja, ja, ich weiß, aber nicht im Sinne von Opferzahl oder sonst irgendwas, sondern einfach nur das Gefühl, das dieses Kind in mir auslöst. Dieses absolute Lach. Jetzt kannst du weitermachen. Ich kann weitermachen, okay. Die Polizei hat dann angefangen, weil sie sich gedacht haben, okay, komisches Kommentar von Cayetano, hat dann angefangen, die Mordfälle, die bereits bekannt waren, zu verbinden miteinander. Und dann ist halt eben wieder, immer mal wieder so als Konstante eben Cayetano aufgetaucht. Und dann haben sie ihn am nächsten Tag, sind sie zu dem Haus gegangen von ihm und haben ihn festgenommen. Und sie mussten noch gar nicht viel machen, weil er hat nämlich ihnen alles erzählt. Alles erzählt. Und zwar sofort? Auch, sofort alles erzählt. Er hat ganz stolz erzählt, was er alles gemacht hat. Er ist dann auch verurteilt worden. Und zwar wegen 3 Morden. Mhm. Und 11 Gewalttaten. Na, okay, nur? Nur, ja. Das war so das, was sie ihm so hauptsächlich nachweisen konnten zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall 3 Morde, 11 Gewaltanschläge. Seine eigene Familie hat gegen ihn ausgesagt. Und gut so. Ja, gut so. Und die Öffentlichkeit wollte sein Blut haben. Also alle haben gesagt, Hinrichtung, knüpft ihn auf oder sonst irgendwas, erschießt ihn. Weiß nicht, was man damals gemacht hat, aber auf jeden Fall, sie wollten die Todesstrafe. Problem war, Cayetano war zu dem Zeitpunkt 15. Ich dachte, er war 16. Ja, 16. Nee, 5. 15, 16, war er schon 16? Er war schon 16, Entschuldigung, habe ich mich verzählt. 19, ja, 12, nee, ne? Nee, hast recht, sorry, er war zu dem Zeitpunkt erst 16. Man hat ihn dann erst einmal für 2 weitere Jahre in eine Nervenheilanstalt gesteckt. Und während er eben in der Nervenheilanstalt war, ist er befragt worden. Da kam, er hat Befragungen gehabt mit den Psychiatern dort und sie haben halt eben total erleuchtende und neue Erkenntnisse, ja, erschlossen. Nämlich, das Problem liegt in seiner Kindheit. You don't fucking say. Ja, anscheinend kam seine Stumpfigkeit, beziehungsweise seine absolute Mangel an Empathie, jetzt warum er auch so grausam und einfach so ohne jegliches Gefühl gemordet hat, kam deswegen, weil er halt als Kind niemals irgendwie Liebe bekommen hat. Dann natürlich war er ungebildet. Seine zerstörerischen Impulse kamen eben durch den Missbrauch von seinem Vater an ihm und eben durch diese kongenitale Syphilis. Ich kann mir vorstellen, dass Psychiater oder Psychologen, ich vergesse immer den Unterschied, das heute vielleicht ein bisschen anders diagnostizieren würden. Also, dass er tatsächlich vielleicht, also klar, die kongenitale Syphilis spielte auf jeden Fall eine Rolle. Jo. Ich glaube, die hat auch seine komplette Gehirnchemie komplett aus der Bahn geworfen. Also kongenitale Syphilis ist tatsächlich richtig, richtig hart. Also, puh. Ja, und ich glaube auch einfach, das mit der Empathie, glaube ich, kommt nicht nur daher, dass er halt in seiner Kindheit keine Liebe bekommen hat von seinen Eltern oder von seiner Familie oder von irgendwem, sondern das ist ja auch eine Persönlichkeitsstörung. Also ja. Antisoziale Persönlichkeitsstörung heißt es, glaube ich. Ja. Nimmt mich da nicht für Bademütze, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, so heißt es, dass es gibt einfach Leute, die die das nicht haben. Also diese Empathie oder halt dieses Verständnis für andere Menschen und halt sehr, ja, das fast schon in dieses Soziopathie-Spektrum reinrutscht. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das würde ich, also es klingt bei ihm halt schon danach, weil das halt auch von klein auf und sowas zu haben oder so zu sein, ist halt, ja, glaube ich, dafür schon sehr prägnant. Ja, genau. Also möglicherweise. Ich finde es ja immer super spannend. Ich habe keine Ahnung, also professionell von Psychologie. Ich interessiere mich dafür und ich finde es halt immer spannend, bei Mördern, Serienmördern halt mal dahinter zu gucken und zu schauen, kommt es aus der Kindheit? Ist das vielleicht angeboren oder sowas? Weil es ist ja immer die Frage zwischen Nature und Nurture, also angeboren oder dazu gemacht worden. In dem Fall beides.
Ja, in dem Fall würde ich auch sagen, es ist beides. Es ist eine ganz, ganz beschissene Mischung aus beidem, die dann im Endeffekt komplett eskaliert ist. Ja. Und ich nehme mal an, dass die Sachen aus seiner Kindheit, unter anderem diese Strafkolonie, jetzt halt nicht zwingend noch ihm geholfen haben. Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, das war eher. Das ist ja auch immer das Problem, was wir in Deutschland, glaube ich, nicht so sehr haben. Gut, auch an der Zeit jetzt natürlich, klar. Aber was ich glaube, in Amerika zum Beispiel immer noch ein Problem ist, dass Leute eigentlich ins Gefängnis kommen, um rehabilitiert zu werden. Also klar, wenn du halt irgendwie ein Serienmörder bist, dann kommst du natürlich niemals raus. Aber halt nicht dieses. Ja, wir sperren dich jetzt einfach weg und dann tschüss, fertig, ne, schmeißen den Schlüssel weg und dann schaust du mal, was passiert. Sondern halt mit, sag ich mal, Verbrechern, die eben noch nicht diese Hürde überschreiten, also halt Kleinkriminelle, sag ich mal, ne, Ja. dass die halt rehabilitiert werden und wieder zurück in die Gesellschaft eingeführt werden und halt nicht dieses Stigma kriegen und durch den Aufenthalt im Gefängnis halt noch mehr Möglichkeiten haben, noch schlimmer zu werden. Und das ist, glaube ich, das Problem, wenn du halt in Amerika siehst, wie die Gefängnisse überbevölkert sind. Ja. Oder auch in Südamerika genau das Gleiche oder fast noch schlimmer eigentlich Ja. heute. Ja. Kann mir also vorstellen, dass das Anfang des 20. Jahrhunderts nicht viel besser war da unten. Ja, vor allem, es war eine Strafkolonie, es war ja nichts anderes als ein Arbeitslager. Also im Ja. Gefängnis sitzt du ja eigentlich in Anführungszeichen nur ein, aber in der Strafkolonie bist du ja zu schwerer körperlicher Arbeit nochmal verurteilt. Ne? Ja. Und wo waren wir stehen geblieben? Richtig, er war in der Klapse. Klapse sein ist vielleicht ein unschöner Begriff, er war in dieser Nervenheilanstalt. In dieser Nervenheilanstalt hat er zwei Mitpatienten angegriffen. Yay. Und zwar, was interessant ist, einer saß im Rollstuhl und der andere war anscheinend am Bett befestigt. Warum auch immer. Also es zieht sich durch sein Muster, also sein Modus operandi, wenn man so möchte, hilflose Opfer. In dem Fall halt Ja. keine Kinder, sondern in dem Fall jemand im Rollstuhl und jemand, der ans Bett gefesselt war. Ja, wenn man bedenkt, dass er selber halt eher auf der schwachen Seite war, also klein, schwächlich und sowas, Ja. nicht sehr intelligent, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass er sich noch viel schwächere Opfer, in dem Fall Kinder und Ja. körperlich eingeschränkte Menschen gesucht hat. So ist es. Er hat auch mehrfach versucht auszubrechen, bis dann das Gericht genug hatte und gesagt hat: So, Schluss, du kommst jetzt ins Gefängnis, also raus aus der Nervenheilanstalt ins Gefängnis. Und dort ist er auch ständig aufgefallen wegen seinem komischen Verhalten. Who Also would have guessed? er war anscheinend sehr komisch. Die anderen Mitinsassen haben ihn entweder gemieden oder verprügelt oder vergewaltigt. Oh shit. Arme Sau, aber er hat sich keine Freunde gemacht im Gefängnis. Er ist immer wieder aufgefallen durch Gewalttaten und durch kleinere Delikte, zu denen komme ich noch. Man hat aber zwischendrin mal versucht, nämlich 1927, seine Ohren anzulegen, weil wir wissen uns, ne, der großohrige Zwerg, sie haben versucht, ihm seine Ohren anzulegen, weil sie gedacht haben, vielleicht, wenn er ein bisschen normaler aussieht, benimmt er sich auch ein bisschen normaler. Hat nichts gebracht, weil 1933 hat er die zwei Gefängniskatzen umgebracht und angezündet. Und das fanden seine Mitinsassen nicht so cool, weil diese zwei Katzen waren halt die Gefängnismaskottchen. Und die haben ihn daraufhin dermaßen verprügelt, Verdient. dass er 20 Tage lang auf der Krankenstation liegen musste. 1936 hat er dann mal gesagt, ich möchte gerne aus dem Gefängnis rauskommen. Und die Richter so, nein, weil sie nämlich gesagt haben, er würde unter Idiotie leiden. Damals war es noch eine Geisteskrankheit, Idiotie. Und wäre extrem gefährlich für alle Menschen um ihn herum. Ja, offensichtlich. Und Tiere. Und Tiere. Er hat in der ganzen Zeit, in der er im Gefängnis saß, keinen Besuch bekommen. Seine Familie hat ihn nicht besucht. Er hat keine Briefe bekommen. Er war allgemein sehr einsam, bis er schließlich am 15. Dezember 1944 gestorben ist. Die offizielle Todesursache war innere Blutung, verursacht durch eine Gastritis, also eine Magenentzündung. Die inoffizielle Ursache ist, Er wurde zu Tode geprügelt. entweder wurde er zu Tode geprügelt oder sie haben ihm irgendwas ins Essen gemischt. Ich meine, niemand verdient den Tod, Nein. aber wenn jemand ihn verdienen würde,
dann wäre er schon ein Kandidat auf dann wäre er schon ein heißer Kandidat. Dann wäre er ein Kandidat, der sehr weit oben auf der Liste steht. Ja, yeah. Möglicherweise. Weil ich meine, dass seine Familie nicht besucht hat oder niemand ihm geschrieben hat oder sowas, sorry, aber das hast du dir selbst verschuldet, Mann. Ganz ehrlich, wenn du meinst, dass du so eine Scheiße abziehen musst, dann hast du es auch nicht verdient, dass irgendwer sich irgendwie um dich schert. Ja. Und ich meine, dass er bei den Insassen sowieso nicht beliebt war, klar, weil ich meine, Kindermörder, Kinderschänder sind sowieso auf der untersten Riege von Gefängnisinsassen. Und dann tötet er auch noch die zwei Gefängniskatzen. Und dann war es bei den Leuten wahrscheinlich auch vorbei, die dann so, ja okay, jetzt ist halt rum. Sorry. Na, ich weiß nicht, was du hast. Das lag nur an den Ohren. Ja, das finde ich ja eh so witzig. Ja, wenn wir seine Ohren anlegen, vielleicht wird er dann wieder normal. So, nein. Und er wacht aus auf der Operation. Ich bin geheilt! Also, jetzt bin ich ein lieber, netter Mensch und es tut mir alles so leid. So, nein, nein. Mm-mm. So funktioniert das nicht. Leider nein. Krass. Gibt's noch mehr zu der Story oder kann ich mich jetzt wieder ein bisschen entspannen? Du kannst dich ein bisschen entspannen. Okay. Ja, das war krass und unangenehm, widerlich. Ugh. Vielen Dank. Ich möchte an der Stelle natürlich, wie noch in allen unseren anderen Podcasts, möchte ich nochmal die Opfer von Cayetano erwähnen. Leg los. Maria Rosa Face, 3 Jahre alt. Arturo Lauroano, 13 Jahre alt. Rainer Weinikoff, 5 Jahre alt. Und der kleine Gesualdo Giordano, 3 Jahre alt. Und natürlich all die anderen Opfer, die davongekommen sind, aber wahrscheinlich trotzdem mit einem riesengroßen Trauma. Und die zwei Gefängniskatzen. Und die zwei Gefängniskatzen. Und das Pferd. Und das Pferd. Weil auch diese Opfer sind wichtig. Und die Wellensittiche. Und die Wellensittiche. Die habe ich schon wieder verdrängt gehabt. Ich glaube, ich werde sehr viel von dieser Folge verdrängen müssen, nachdem ich sie dann geschnitten habe und alles wieder nochmal hochkommt. Gern geschehen. Yay, danke. Das war's. Wenn ihr sehen möchtet, wie Cayetano Santos Godino, El Petizo Orejudo, ausgesehen hat. Und mit seinen Ohren weggeflogen ist. Leider nicht, sonst hätte er die Menschen nicht umgebracht. Hm. Schade. Aber wenn ihr sehen möchtet, wie er ausgesehen hat, dann folgt uns gerne auf Instagram unter Todsicher Podcast. Wenn ihr Updates haben wollt, dann findet ihr uns auf Twitter unter Todsicher Pod. Und natürlich sind wir auch auf dem guten alten Facebook vertreten unter Todsicher Podcast. Wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt oder einfach nur mal eure unendliche Liebe uns gegenüber bekunden möchtet oder uns erzählen möchtet, welches eurer Körperteile das größte ist, schreibt uns unter todsicherpodcast@gmail.com. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir einen Mörder filetieren, eine Legende sezieren oder einen ungelösten Fall exhumieren und ihm eventuell die Ohren anlegen. Bis dahin, bleibt seltsam und seid immer todsicher. Und hinterlasst uns ganz viele positive 5-Sterne-Bewertungen, über die wir uns natürlich immer wieder freuen. Und wenn ihr bis hierher zugehört habt, dann solltet ihr auch mal so nett sein und eine Bewertung hinterlassen. Just saying. Das ist nice. Bitte. Das wäre echt nett. Ja. Nette Bewertungen. Und nicht wieder solche Sachen, was ich letztens sehen musste. Nicht viel zu lustig gehen sie mit dem Thema um. Es steht in jeder Beschreibung drinnen. Leute, Erdnussbutter enthält Erdnüsse. Ja, und ich meine, es ist völlig okay, wenn wir nicht das machen, was ihr gerne hättet. Es gibt viele, viele andere sehr, sehr tolle deutsche True Crime Podcasts, die wir alle super toll finden. Und die teilweise oder größtenteils auch ein anderes Konzept haben als wir. Da könnt ihr dann auch gern reinhören. Aber ja, bevor ihr uns böses Feedback hinterlasst, naja, Geschmäcker sind verschieden. Wenn ihr findet, dass es nicht so euer Ding ist, dann ja, hört halt einfach nicht mehr zu. Dann hört nicht zu. Wir werden euch zwar bestimmt vermissen, aber immer dran denken, hinter dem Podcast sitzen schlussendlich auch 2 Menschen. Genau. Und zu sagen, dass wir dämlich sind, albern sind oder sonst irgendwas sind, tut vielleicht doch ein bisschen weh. Ja, und wenn ich noch einmal das Wort Gegacker höre, dann
macht mich das sehr traurig. Okay, Entschuldigung. Ich kann auch eine Ente nachmachen. Nein. Schaltet beim nächsten Podcast ein, wenn ihr eine Ente hören wollt. Das schneide ich raus. Ach komm. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.